Hi Leute, wie versprochen möchte ich heute meine neue Kryptowährung vorstellen. Vielleicht löst es den Bitcoin auch ab. Es ist recht neu von einer britischen Währung. Es nennt sich Electronium, abgekürzt ETN. Kann man es handeln, wie ihr genau hier schön sehen könnt. Auch das Kapitalvermögen ist noch recht jung und klein, aber es hat schon einen kleinen Wertanstieg, wie ihr sehen könnt, hier schon gegeben. Von rund 7. Ja, 0,7 Cent ist es von heute schon auf 8 Cent, also sprich 10% gestiegen. Wenn man den Neueinstieg sieht von November, es hat angefangen bei 2 Cent, dann kam der Hype natürlich und diese ersten sind wieder ausgestiegen. Momentan ist es aber natürlich der Blick nach Norden und natürlich schon wieder auf knapp 8 Cent. Wo man das sieht, von 2 Cent auf 8 ist schon ein beachtlicher Sprung. Meiner Meinung nach geht es nach oben, langsam aber sicher. Und man könnte natürlich anhand der geringen Investitionen von rund 8 Cent pro Stück kann man einige Stücke investieren und natürlich auch die höhere Gewinn mitnehmen später. Wie gesagt, der ETN Electronium ist speziell auch für Mining vom Handy aus gedacht, oder Spezial. Nennt sich auch Bezahlsystem, genau. Die Ratingagentur hat es damals in ICO auch eingestuft von 4,5 von 5 möglichen Bewertungen. Also die denken auch und beziehungsweise glauben, dass diese Währung Zukunft hat. Und wie bereits schon erwähnt, es ist ja gestartet von 2 Cent und nahezu, es war ja auch schon nahe auf 11 Cent oben, also fünffache Gewinn hätte man da mitnehmen können, wenn man schnell gewesen wäre. Leider ist die Währung bisher auf einer Plattform erst erhältlich. Da gehe ich nachher noch mit euch ein und zeige es euch, auch wie man sich einloggt oder und sich registriert. Dafür bekomme ich natürlich nichts. Es ist rein freiwillig und für euch. Ich bin auch kein Finanzberater, sondern nur meine eigene Meinung und mein kleiner Tipp für euch zum Anlegen, wie ich es ja auch tue. Das liegt mir einfach am Herzen, euch diesmal zu sagen. So, die Währung ist auch interessant für Entwicklungsländer, da man die Währung mit dem Handy minen kann, sprich Afrika und so weiter, die wohl ein geringes Grundeinkommen haben von 20, 30 Euro pro Monat, sind natürlich sehr froh, wenn man vielleicht 1, 2 Euro im Monat als Beispiel minen kann und mit dem Handy dazu verdienen, wo eh nur ja, 95% am Tag herumliegt. Drum spricht es auch diese Zielgruppe an und natürlich nicht nur zum Mining gedacht, auch hier für Gaming und Gambling-Bereich spricht laut den Betreiber, die britischen Betreiber, über 2 Milliarden Nutzer an. Also wenn da nur ein Bruchteil davon sich später registriert oder beziehungsweise nutzt, kann man da richtig absahmen. Aber wie gesagt, wenn man es betrachtet mit Ripple, er war auch bei 2 Cent beziehungsweise 20 Cent rund ungefähr und ist dann auch wuppt, hochgeschossen auf 20 Cent, 2,30 € mittlerweile. Es ist eine unglaubliche Vorstellung in der kurzen Zeit. Kann es mit dem noch unbekannten oder Geheimtipp ETN rasch Aufwärtsgang gehen? Ja, sobald es natürlich auch auf anderen oder bekannten Plattformen erhältlich ist. Gell? Die britische Währung kann, wie gesagt, nur derzeit auf der Plattform Cryptopia gehandelt werden. Wie gesagt, das ist noch einmal ein kleiner Ausschnitt von der Website electronium.com. Da könnt ihr euch ein bisschen einlesen, was dies auch so kann oder für was dies gedacht ist. Es ist sehr interessant meines Erachtens und wie gesagt, man kann sich derzeit nur auf, hier haben wir es, wollte ich euch zeigen, Cryptopia registrieren. Das ist noch eine kleinere Plattform, aber ebenfalls bekannt und hat auch ein hohes Handelsvolumen pro Tag, also relativ sicher. Auch ein zwei Faktoren, also 2FA zum Registrieren ist vorhanden, nur muss man es selber später einstellen. Nun kommen wir jetzt zu dem Cryptopia Plattform und möchte euch gern zeigen, wie man sich einloggt bzw. handelt, weil es ist nicht so ganz einfach wie andere, bzw. wer sich auskennt, hat es natürlich auch schnell raus. Und darum möchte ich euch da jetzt ein kleines bisschen behilflich sein. So, da sind wir schon auf der Webseite cryptopia.co.nz. Da kann man sich dann registrieren.
beziehungsweise wenn man sich nicht registriert hat, klicke ich es mal kurz an. Das ist sehr aufwendig, beziehungsweise ein höherer Aufwand wie normal, aber es ist im Prinzip die gleiche Vorgehensweise wie bei anderen Handelsplattformen zum Registrieren. Wenn man sich dann registriert hat, dann kann man sich natürlich einloggen. Das mache ich jetzt für euch kurz. Jetzt. Und schon sind wir auch drin. Das ist der Account. Genau. Wenn ihr jetzt einfach in eurem Account seid, hier kann man drauf drücken und quasi bei Security, das ist ganz wichtig, dass man hier reingeht. Jetzt muss man nur den PIN-Code wieder eingeben. So, das wollte ich euch zeigen. Hier ist normalerweise auch die PIN-Nummer. Da klickt ihr hier drauf und macht den Google Authenticator rein, was ihr natürlich auch auf eurem Handy runterladen müsst. Und hier zum Schutz auch noch. Den Rest könnt ihr lassen, aber wie gesagt, ich bin kein Sicherheitsberatgeber, sondern das ist nur meine Empfehlung an euch, dass ihr das macht. Wenn ihr es gemacht habt, natürlich wieder raus, beziehungsweise könnt ihr zum Beispiel dann hier Bitcoins, also zum Beispiel, ich habe jetzt auch welche gekauft, die waren ja 7630 habe ich nur gekauft, aber ich denke, das reicht auch für den Anfang. Und ich habe es damals in Litecoin gekauft, weil es einfach schneller geht zum Ordern, wie jetzt über die Bitcoin von der Übertragungsrate und ordentlich auch billiger ist. So, wenn ihr jetzt Bitcoins kauft, zum Beispiel BTC. Ah, ich habe nur geschützt. So, angenommen, ihr hättet jetzt Bitcoins und wollt Bitcoins hier einbezahlen, dann müsst ihr hier draufklicken. Dann kriegt ihr euren Bitcoin-Code, dorthin überweist ihr dann eure Bitcoins, dann klickt ihr jetzt wieder auf BTC, dann würde hier einfach irgendwann die Transaktion stattfinden und irgendwann dann, erscheint dann die Gesamtzahl und somit könntet ihr dann auch handeln. Dann klickt ihr einfach hier drauf auf Exchange, auf Market. Wenn ihr jetzt angenommen Bitcoin natürlich gekauft habt, drückt ihr hier hin. Falls ihr Litecoin habt, drückt ihr hier hin. Jetzt bleiben wir aber Bitcoin, sonst ist das ein bisschen verwirrend. Dann suchen wir natürlich jetzt nur ETN, falls es nicht hier aufgelistet ist. Dann klicken wir hier drauf. Und so sind wir in ETN Elektronium. Der Kurs erscheint hier auch. Und wenn ihr jetzt den kaufen wollt, dann klickt ihr so runter. Hier seht man die aktuelle Leute, die wo es verkaufen wollen. Also sprich, ihr macht Buy hier, also kaufen. Und die wollen es kaufen. Und hier könnt ihr, wenn ihr welche habt, mal in Zukunft verkaufen. So, hier zeigt es den aktuellen Kurs an. Wobei dieser Kurs hier immer leicht abweicht. Und hier sind auch noch die Gebühren mit natürlich mit drauf. Und drum ist es, schwankt der etwas. Hier könnt ihr jetzt zum Beispiel eingeben, wenn ihr jetzt hier 13.000 Stück, 136.000 Stück verkauft, dann klickt ihr hier drauf, dann erscheint es oben. Jetzt müsstet ihr so und so viel 0,783 Bitcoins dafür bezahlen. Ihr könnt aber auch sagen, ihr wollt nur 0,2 Bitcoin habt, dann drückt ihr Enter. Dann reduziert sich automatisch der Ethereum-Wert. Wenn man nochmal schaut, auf 0,02, dann erhöht sich automatisch der Wert oben. Oder man gibt hier oben zum Beispiel automatisch 351 ein, dann erst reduziert sich der Wert hier nochmal zum Vergleich oder eine Null mehr. Seht ihr? Ihr könnt auch den Preis eingeben, wofür ihr zahlen wollt. So könnt ihr die tollen Elektroniums kaufen, um euer Kryptobestand bzw. mehrere Sorten bzw. ergänzen bzw. auszugleichen, falls eine mal nicht so gut laufen oder die andere besser. Eine tolle Sache, wie gesagt, liked mich, abonniert mich, dann bleibt ihr laufend auf dem neuen Kanal. Demnächst stelle ich noch eine neue Währung vor, die für mich sehr, sehr trendig ist. In diesem Sinne, bis die Tage.